Was machen wir heute? Kurz objektorientierten Entwurf. Ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt. Viel ist es nicht mehr, was da noch on top kommt zum modularen Entwurf. Tatsächlich wird sich hier mehr so um eine Abgrenzung noch oder eine Überführung von dem einen in das andere handeln. Viel mehr ist es tatsächlich gar nicht. Und dann werden wir uns heute mit Architekturstilen beschäftigen und wenn dann noch Zeit ist, schon die ersten Entwurfsmuster anschauen. So, auf geht's. Objektorientierter Entwurf. Ich hoffe, das Wissen vom modularen Entwurf ist noch frisch und das werden wir jetzt wieder brauchen. Hier nochmal der Hinweis gleich zu Beginn. Im objektorientierten Entwurf bleibt erstmal alles genauso wie im modularen Entwurf. Alle Prinzipien, die wir dort definiert haben, bleiben auch hier gültig. Und hier wird das Ganze noch ein bisschen erweitert, dadurch, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Gleich bleibt aber vor allem, dass auch hier Schnittstellen, die Entwurfsentscheidungen verbergen sollen, die geändert werden können sollen. Denken Sie da wieder an das Geheimnisprinzip. Auch das ist zentral für den objektorientierten Entwurf. So, wir hatten unterschieden beim modularen Entwurf nach externen Entwurf und internen Entwurf. So schauen wir uns das jetzt auch noch mal kurz an für den objektorientierten Entwurf. Wir hatten das letzte Mal schon so ein bisschen drüber diskutiert mit einem Kommilitonen, was ist denn jetzt eigentlich das Modul im objektorientierten Entwurf? Und hier steht ja, entweder Klasse oder Paket. Ich tendiere eher dazu zu sagen, die Klasse ist eher so das, was analog dazu ist. Natürlich kann man auch mehrere Klassen zu einem Modul zusammenfassen, ja, aber in vielen Programmiersprachen wird es dann schwierig mit Schnittstellen. Ja, spätestens wenn wir uns das dann überlegen wollen mit den Modulschnittstellen, dann sind wir doch wieder eher auf der Klassenebene, wenn wir das mit Modulen vergleichen wollen. Und insbesondere hatten wir ja auch das letzte Mal gesehen, dass wir ja Module relativ klein schneiden wollen. Das passt dann mit Paketen als Abstraktion auf der objektorientierten Seite auch nicht so ganz zusammen. Deshalb würde ich eher von Klasse sprechen, wenn ich jetzt ein analoges Konzept zum Modul bauen wollen würde. Die Pakete in objektorientierten Entwürfen fassen dann mehrere Klassen zusammen und kapseln wiederum gemeinsame Entwurfsentscheidungen. Auch das kennen Sie sicherlich schon, wenn Sie in Java programmiert haben bereits. Auch da versucht man natürlich semantisch zusammenhängende Klassen und Schnittstellen in gemeinsamen Paketen zusammenzufassen, ja, damit man da einfach eine bessere Gliederung erzeugt und sofort sehen kann, was zu was gehört. Gut. Was haben wir noch? Wir haben anstelle des Modulführers im modularen Entwurf jetzt Paket- und Klassenführer. Auch wieder hier der Hinweis, am besten mit UML-Klassen und Paket-Diagrammen in UML. Und auch hier wird wieder die jeweilige Entwurfsentscheidung dokumentiert. Und hier ist jetzt noch der Hinweis mit genau mit den Modulschnittstellen, wo ich gerade eben drauf hinaus wollte. Das sind jetzt eben die Klassenschnittstellen. Oder eben abstrakte Klassen, je nachdem. Im internen Entwurf sieht es dann so aus, dass wir in die Pakete reinschauen, Benutztrelationen auf Paketebene aufbauen. Und das wird aber auch nicht unbedingt immer reichen. Also auch da würde ich so ein bisschen auf der Tonspur jetzt mal dagegen sprechen. Also reicht nicht unbedingt, die Benutztrelation auf Paketebene aufzubauen. Das muss man teilweise auch mal genauer anschauen, auch mal in die Pakete reinschauen, da Benutzerrelationen aufbauen. Vielleicht machen wir das auch mal auf einem Übungsblatt, wäre doch ganz nett. Mal schauen. Auch hier wieder der Hinweis mit dem Feinentwurf, wenn nötig, muss man den halt machen, aber das ist tatsächlich genau das gleiche wie im modularen Entwurf. So, jetzt ist aber so, dass wir ein bisschen mehr tun können im objektorientierten Entwurf, ganz einfach, weil uns die Objektorientierung Dinge liefert wie Mehrfachinstanzierung von Klassen, Vererbung und vor allem Polymorphie oder aber auch Variantenbildung, indem wir Mehrfachimplementierung einer Schnittstelle haben können. Und das klingt jetzt irgendwie gar nicht so viel mehr und irgendwie ziemlich detailliert, nur so kleine Verbesserungen irgendwo im Speziellen, aber das führt tatsächlich dazu, dass man jetzt mit dem objektorientierten Entwurf sehr viel mehr umsetzen kann oder sehr viel mehr schöne Dinge bauen kann, als mit dem modularen Entwurf. Und insbesondere haben sich dort die Entwurfsmuster
herausgebildet, die wir uns dann anschauen werden, wahrscheinlich erst am Montag. Und genauso auch Architekturmusse. Die gehen häufig auch sehr gut im modularen Entwurf, aber auch die Architekturstile sind eher im objektorientierten Entwurf zu Hause. Das heißt, auch da wird es einfach spannender, wenn wir die Objektorientierung mit dabei haben. Hier auch nochmal der Hinweis: Es gibt natürlich auch Entwurfsmuster, die auch im modularen Entwurf funktionieren. Das muss man dann jeweils sehen, wenn man das Entwurfsmuster an der Hand hat, ob man das dann jetzt auch umsetzen könnte in einer modularen Programmiersprache. Gut. Das war es tatsächlich schon zum objektorientierten Entwurf. Wünscht sich jemand mehr? Hat jemand eine Frage dazu? Ansonsten, wie versprochen, denken Sie einfach an den modularen Entwurf. All das, was dort erklärt wurde, hat Gültigkeit. Keine Anmerkungen, Wünsche. Wunderbar. Dann noch ein kurzer Hinweis: Wenn Sie mal sich näher mit objektorientierten Entwurf auseinandersetzen, dann wird Ihnen früher oder später der Herr Booch, der Grady Booch, über den Weg laufen. Er hat da sehr viel Pionierarbeit geleistet. Wenn man sich mal ein bisschen näher damit beschäftigen möchte, empfehlen wir diese Veröffentlichung. Dort gelistet sind, also das ist ein großer Pionier, taucht eigentlich immer in dem Zusammenhang wieder auf, der Name. Nur, dass Sie das mal gesehen haben oder sich, wenn Sie möchten, näher damit beschäftigen können. Gut, dann sind wir an der Stelle tatsächlich durch mit den Grundlagen zum Entwurf und machen jetzt schon weiter mit den Architekturstilen. Aber die Architekturstile. Hier geht es darum, gewisse Strukturen von üblichen Softwarearchitekturen mal anzuschauen und vor allem auch zu sehen, dass sowas vielleicht übertragbar sein kann. Gewisse Strukturen auch im Großen lassen sich wunderbar übertragen, wenn man eigene Dinge baut. Ja, es gibt einfach fertige Strukturen, zum Beispiel für Betriebssysteme. Es wird wahrscheinlich keiner von Ihnen ein ganzes Betriebssystem bauen, aber zu wissen, wie es aufgebaut ist, ist doch sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel einzelne Bestandteile davon nachbauen möchte oder was hinzufügen möchte. Und deshalb fangen wir genau an der Stelle mal an mit dem Aufbau von großen Softwarearchitekturen und fangen an mit so einem, würde ich schon fast sagen, Meta-Architekturstil, nämlich mit der virtuellen Maschine. Wer hat schon mal was von virtuellen Maschinen gehört? Ja, wunderbar, das sind fast alle. Da kann ich ja jetzt aufhören. Nächste Folie. Nein, wir schauen natürlich kurz drauf. Also, was ist eine virtuelle Maschine? Das ist erstmal eine Menge von Softwarebefehlen und Objekten, die auf einer darunterliegenden abstrakten oder realen Maschine aufbauen und diese ganz oder teilweise verdecken können. Ja, so allgemein ist tatsächlich die Definition. Und dann muss man sich natürlich mal überlegen, was könnten jetzt so mögliche virtuelle Maschinen sein? Da kennt man natürlich schon einige. Der Klassiker, mit dem Sie auf jeden Fall schon zu tun hatten, ist die Java VM. Oder natürlich jedes Betriebssystem. Und was ganz wichtig ist für virtuelle Maschinen, vorneweg, dort ist die Benutzerrelation immer hierarchisch. Ja? Also wenn da Zyklen auftreten, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert irgendwas nicht. Und das kommt genau aus dieser Forderung mit der Verdeckung. Wir müssen die darunterliegende Maschine verdecken. Wir wollen eine Abstraktion haben unserer tatsächlich konkreten Maschine. Denken Sie mal an Betriebssysteme, da ist das besonders eklatant. Ja? Wenn Sie einfach nur Ihren Rechner starten ohne ein Betriebssystem, dann können Sie nur die Maschinenbefehle ausführen und dann können Sie, sind wir mal ehrlich, eigentlich gar nichts tun mit dem Rechner. Ja? Und das Betriebssystem stellt Ihnen dann die grundlegende Funktionalität zur Verfügung und damit können Sie dann arbeiten in eine Abstraktion der eigentlichen Maschine. Ähnlich ist es bei der JVM, schauen wir auch gleich nochmal im Detail rein. Die gibt Ihnen eine Abstraktion Ihres Betriebssystems samt darunter liegender Architektur, sodass eigentlich die JVM für Sie als Java-Programmierer
als Draufsicht immer gleich aussieht. Ja, egal, wo Sie die laufen lassen, die abstrahiert immer das Betriebssystem der zugehörigen Maschine und Sie können einfach Java programmieren, egal für welches Zielsystem, so zumindest die Theorie. Gut, schauen wir mal ein bisschen im Detail rein. So eine abstrakte Maschine, ja, wird in der Regel von mehreren Modulen oder Paketen implementiert, ja, weil es ist einfach gut, groß genug. Und dann ist es wichtig, eben die jeweiligen Befehle in Schnittstellen bereitzustellen. Und die darunterliegende Maschine wird teilweise oder ganz verdeckt. Was bedeutet das jetzt? Die Befehle, die auf der eigentlichen Maschine zur Verfügung stehen, an die kommen wir jetzt eigentlich nicht mehr ran. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und das passiert entweder ganz oder teilweise. Bei der JVM funktioniert das vollständig. Sie können eigentlich nicht auf irgendwelche Befehle zugreifen, sondern eben nur auf die, die Ihnen die JVM zur Verfügung stellt. Bei Betriebssystemen an sich ist das häufig so, dass nur ein Teil verdeckt wird, dass Sie einige Maschinenbefehle noch zugreifen können. Also da haben wir dann eher eine Teilverdeckung. Und das Problem ist halt, wenn wir nur Teilverdeckung haben, dann müssen wir sehen, dass wir dort die Konsistenz fahren. Ja? Also wenn wir komplett verdecken, ist das einfach. Dann wissen wir, wir haben hier einen Befehl, was auch immer das ist, ja? Ein Print zum Beispiel, und der wird dann vom Betriebssystem umgesetzt, dann wiederum vom eigentlichen System umgesetzt. Und wir wissen, wie diese Umsetzung funktioniert, und wir wissen auch, dass das passiert ist. Anders sieht das aus, wenn wir nur teilweise verdecken und im Grunde an dieser Virtualisierung vorbei irgendwelche Befehle ausführen, dann weiß die Virtualisierung natürlich nicht, dass das passiert ist. Ja? Und dann müssen wir sehen, dass wir das wieder aufbauen. Gut. Wie sieht es jetzt aus mit der Verbreitung? Ja, wir wollen das natürlich so bauen, dass diese abstrakte Maschine so gebaut ist, dass sie von möglichst vielen Programmen verwendet werden kann. Ja, denken Sie wieder an die JVM. Wir können alles in Java programmieren und auf der JVM ausführen. Und deshalb sind eben abstrakte Maschinen häufig als eine Art API verwirklicht. Und jetzt schauen wir nochmal so ein paar konkrete Beispiele rein. Betriebssysteme. Da haben wir eben eine sehr mächtige Abstraktion einer konkreten Maschine. Dort haben wir mehrere Abstraktionsschichten sogar. Die werden wir uns dann später auch nochmal in einem anderen Architekturstil anschauen, nämlich in der Schichtenarchitektur. Die ist nämlich auch umgesetzt im Betriebssystem üblicherweise. Denn dort haben wir einmal Prozessverwaltung, dann darüber die virtuelle Speicherverwaltung, Datenhaltung, Kommunikation und dann eben Kommandosprachen bzw. grafische Benutzeroberflächen. Und das Betriebssystem an sich verdeckt privilegierte Befehle, die für die Implementierung von Betriebssystemdiensten nötig sind. Und dass wir die nicht benutzen, das wird eben zur Laufzeit überprüft. Und das führt entweder dann zu einer Unterbrechung, wenn wir irgendwas Privilegiertes ausführen wollen auf unserer Maschine, was wir nicht dürfen, dann meckert das Betriebssystem oder das wird ignoriert, je nachdem. Gut. Fragen bis hierher? Das kommt auch alles nochmal ganz genau dann in der Betriebssysteme-Vorlesung. Deshalb mache ich hier mal ein bisschen flotter weiter. Schauen wir uns lieber nochmal die JVM an, die hier nur ganz kurz tatsächlich da steht. Die interpretiert an sich Bytecode, der vom Java-Übersetzer kommt. Und jetzt sehen wir schon, jetzt wird es wieder noch ein Tick komplexer. Wir können jetzt auch den Java-Übersetzer wiederum als abstrakte Maschine interpretieren. Und die wird in Java programmiert, ja, stellt den Bytecode zur Verfügung und der wird dann interpretiert von der virtuellen Maschine JVM. Und so weiter und so weiter. Also eigentlich hat man häufig eine Reihe von abstrakten Maschinen übereinander. Gut. Was haben wir noch für Beispiele von abstrakten Maschinen? Ein System zur Bearbeitung elektronischer Post könnte man auch interpretieren als abstrakte Maschine. Ja? Also da könnte man sowas anbieten wie Empfangen und Senden von Nachrichten und darunterliegende Protokolle, die man eigentlich dafür braucht, werden verdeckt. Ja, man zeigt also nach außen hin dem Nutzer nur die Möglichkeit, Nachrichten zu senden, Nachrichten zu empfangen und darunter passiert eigentlich ganz viel, aber das ist alles verdeckt für den Nutzer, denn das braucht er nicht wissen. Oder wenn wir das als API anbieten, dann muss man das auch nicht wissen, ja? Dass man da viele Dinge noch tun muss, damit denn tatsächlich das Senden und Empfangen funktioniert. Und immer wenn wir im Grunde so eine Verdeckung haben und eine Abstraktion, dann kann man von einer abstrakten Maschine sprechen. Bei Makros ist das ähnlich.
überspringen das mal, gehen mal lieber weiter auf die Virtualisierung bei Dienstgebern im Internet. Und das ist jetzt was, was Ihnen bestimmt bekannt vorkommt. Das ist wahrscheinlich das, worauf sich viele gemeldet haben bei virtuellen Maschinen. Das kenne ich schon irgendwie. Ja, Großrechner werden häufig virtualisiert. Also das heißt, wir haben einen echten physischen Großrechner und jede Menge virtuelle Maschinen, die darauf laufen. Und dann kann halt ein Nutzer ein beliebiges Betriebssystem installieren. Natürlich ist das, was Sie vielleicht auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem PC machen, ähnlich, ja, wenn Sie dort irgendwie virtuelle Maschinen installieren. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und das Schöne ist, wenn man sowas macht, so eine virtuelle Maschine, die weiß ja nicht so furchtbar viel von dem, was darunter liegt. Die muss natürlich wissen, wie das System darunter funktioniert, natürlich. Aber die ist ja für sich erstmal abgeschlossen. Das heißt, man kann dann wunderbar zum Beispiel von, was ist hier für ein Beispiel, IBM-Großrechner, ja, kann man von einem auf den anderen portieren. Wenn da irgendwie ein Knoten ausfällt im Rechenzentrum von IBM, dann darf der Kunde von IBM natürlich nichts davon mitbekommen. Das heißt, dann wird die virtuelle Maschine einfach umgezogen auf einen anderen Knoten und schon ist das ganze Problem gelöst. Das heißt, das sieht man dann einfach gar nicht. Da kann man auch dann Ausfallsicherheit, sowas wunderbar mit umsetzen oder eben auch Lastverteilung. Das ist auch sehr schön, wenn man zum Beispiel als Anbieter von so Großrechenanlagen sagt, wir haben 15 von diesen Großrechnern und 23 VMs gerade von Kunden, ja, völlig egal, wie viele das sind, und dann laufen gerade nur vier, dann kann ich das vielleicht mit einem großen Rechenknoten erledigen. Und wenn ich dann noch fünf habe, die jetzt irgendwas rechnen wollen, dann muss ich halt einen zusätzlichen anschalten. Aber ich spare mir natürlich einen Haufen Geld, wenn ich das nicht machen muss. Ja? Wenn ich dann einfach die Last sinnvoll verteilen kann und dann gibt es vielleicht eine virtuelle Maschine, die ist die ganze Zeit nur idle, dann passt die vielleicht noch irgendwo als fünfte Virtualisierung mit auf den einen Rechenknoten. Und erst wenn sie was tut und plötzlich mehr Ressourcen verbraucht, dann schieben wir sie eben halt auf einen anderen Knoten. Gut, wunderbar. Soweit verstanden? Virtuelle Maschinen, das mal gesehen haben. Wunderbar. Dann noch ein anderes, größeres, ein größerer Architekturstil, die Programmfamilie. Wer hat das schon mal gehört? Programmfamilie oder Softwareproduktlinie? Das sind aber wenige. War keiner in der zweiten Vorlesung? Da haben wir das schon mal ganz kurz angesprochen, als es um SVN ging, beziehungsweise um Variantenbildung. Da hatten wir schon mal gesagt, wenn wir jetzt mehrere Varianten haben wollen, dann legen wir die halt nebeneinander und haben dann unterschiedliche Produktlinien gegebenenfalls. Und was ist jetzt erstmal eine Produktlinie? Vielleicht fangen wir mal mit der Definition an. Es ist eine Menge von Programmen, in erhebliche Anteile von Anforderungen, Entwurfsbestandteilen oder Softwarekomponenten gemeinsam haben. Und die Idee oder die Hoffnung ist, dass man jetzt eben neue Mitglieder dieser Familie schnell entwickeln kann. Denken Sie vielleicht mal wieder Autobauer, ja, die haben auch häufig so Produktlinien. Da hat man vielleicht eine Grundkarosse, die man nur minimal abändern muss und hat dann neue Modelle und das ist genau die Idee. Ja, man hat einfach so einen Grundbaukasten, den man immer wieder verwenden kann und kann dann einfach nur durch kleine Abänderungen wunderbar neue Modelle erzeugen. Und so ähnlich funktioniert das in Software auch. Denken Sie mal an sowas wie Home Edition, Enterprise Edition oder sowas. Ja, das ist häufig einfach nur genau das, nämlich ein Mitglied einer Produktfamilie, die haben häufig im Kern sehr viel gemein und werden dann eben nur zum Beispiel in der Funktionalität abgewandelt. Und die Hoffnung, die so ein bisschen dahinter steckt und sich natürlich auch bewahrheitet, bei den Autobauern sieht man das ein bisschen deutlicher als vielleicht jetzt bei Software, aber auch da ist es natürlich klar, dass wenn wir so ein neues Mitglied bauen können und den Großteil einfach so lassen können, unsere Software, wie sie ist, dann sind wir natürlich deutlich kostengünstiger, als wenn wir das Ganze nochmal von vorne bauen müssten. Und das macht man eben, indem man die Gemeinsamkeiten, die die einzelnen Software-Ausprägungen dort haben, nutzen und kann dann wunderbar Entwürfe wiederverwenden, Spezifikationen und Anforderungen, Softwarekomponenten, ganze Bibliotheken im besten Fall einfach wiederverwenden. Ja? Und das spart natürlich sehr viel Zeit und Geld. Klassiker bei der Variation, habe ich schon gesagt, sind Funktionalität.
Und naja, benutzte Plattformen offensichtlich, ja. Also wenn Sie eine Anwendung bauen und das mal nicht für Java machen, sondern in C oder C++, dann eine Variante bauen für Windows-Betriebssysteme und eine für Linux-Betriebssysteme, ja, dann müssen Sie sich eben auch über die Variantenbildung Gedanken machen. Aber ein Großteil Ihrer Software bleibt dann hoffentlich gleich, vorausgesetzt, Sie haben vorher den Entwurf richtig gebaut. Ja, dann ist die Variantenbildung an der Stelle einfach. Gut. Wie können sich jetzt die Mitglieder der Programmfamilie unterscheiden? Das hatte ich schon gesagt. Hardware- oder Betriebssystemkonfigurationen können sich unterscheiden oder Format der Ein- und Ausgabe oder eben Funktionsumfang. Ja, je nachdem, wie viel man bezahlt. Häufig gibt es ja auch so Freeware-Varianten und dann, wenn man die ganze Funktionalität haben will, dann muss man halt zahlen und dann werden eben zusätzliche Module hinzugeladen. Wie sieht es intern aus? Auch da gibt es natürlich die Variante. Es geht ja nicht immer nur darum, mehr Geld zu verdienen. Es geht ja manchmal auch darum, einfach Dinge anders zu lösen. Man kann ja sich auch sowas überlegen, wie man löst das Problem einmal mit der einen Datenstruktur oder mit dem einen Algorithmus und dann möchte man das austauschen, austauschbar machen können und das mit einem anderen Algorithmus lösen. Und das kann natürlich manchmal sinnvoll sein oder nötig sogar. Gut, jetzt noch ein anderer Punkt, wo man unterscheiden muss, wenn man so eine Produktlinie vor sich hat, nämlich zwischen allgemein und flexibel. Wer kann sich vorstellen, was der Unterschied ist? Vielleicht mit einem Beispiel. Meine Idee, also hier steht es ja schon, ne? Also Produkt ist allgemein, falls wir es in vielen Situationen benutzen können. Wer kennt so Beispiele? Keiner? Keiner schon mal irgendwie Software installiert auf seinem Rechner? So ein Webbrowser, genau. So ein Webbrowser kann man fast immer installieren und egal auf welcher Plattform. Sehr schön, vielen Dank. Das bedeutet aber häufig auch, und das steht auch schon dort, dass wir diese Allgemeinheit halt dadurch erkaufen, dass wir sehr viele Module haben, die vielleicht gar nicht benutzt werden auf unserem konkreten System. Das heißt, wir haben da einfach sehr viel Variantenbildung schon in diesem einen gekauften oder kostenlosen Produkt mit drin. Dann können wir das natürlich immer wunderbar benutzen, egal wo. Ist aber häufig einmal ein Platzproblem, dass wir sehr viel Speicherplatz dadurch verschwenden eigentlich und häufig natürlich auch ein Laufzeitproblem, dass wir eigentliche Optimierungen für ein gewisses System gar nicht nutzen können, weil wir es halt allgemeingültig gebaut haben. Und die Umkehrung ist dann die Flexibilität. Dort bauen wir dann das Programm so, dass das eben leicht abänderbar ist für konkrete Zielsysteme. Ja? Also auch dort möglichst viel im Kern gemeinsam, aber wir liefern eben nicht alle Varianten gleich mit aus, sondern sagen, je nachdem, wo du es haben möchtest, nimm halt das Modul oder das Modul oder das Modul mit dazu. Genau, so oder so wollen wir es natürlich so haben, dass ein System möglichst flexibel eingesetzt werden kann, Wartung möglichst vereinfacht wird, dass es möglichst überall läuft. Und das funktioniert halt nur mit einem möglichst flexiblen Entwurf. Ja, das ist nochmal so ein bisschen die nachträgliche Motivation für das, was wir am Montag gesehen haben zum Thema, wie baut man denn eigentlich richtig den Entwurf auf? Denken Sie nochmal dran an die Module und wo man überall Module bilden sollte. Zum Beispiel eben auch, wenn es darum geht, auf welchem System soll das laufen. Alles, was speziell für ein Betriebssystem entwickelt wird an Code, sollte eben in eigene Module ausgelagert werden. Ja, das ist nochmal so der Hinweis. Gut, dann wären wir mit diesen großen Stilen fertig und schauen wir jetzt mal ein bisschen in die kleinteiligeren rein. Es sei denn, es gibt noch Fragen bis hierher. Alle noch im Ausschlafen vom Feiertag, wunderbar. Dann schauen wir jetzt die konkreten Architekturstile an und da haben wir Ihnen eine kleine Auswahl mitgebracht und zwar die Schichtenarchitektur, Client-Dienstgeber, Partnernetze, Datenablage, Modell, Präsentation, Steuerung oder Model View Controller, vielleicht ist das eher geläufig, dann das Fließband oder auch Pipeline, eine Rahmenarchitektur oder Framework genannt und zum Schluss noch die dienstorientierte Architektur, Service-Oriented Architecture. Und die gehen wir jetzt einfach mal nacheinander durch und schauen uns an, was die denn jeweils so können. Und fangen an mit der
Schichtenarchitektur, auch bekannt als der Klassiker. Ja, es gibt ganz, ganz viele Schichtenarchitekturen, die Sie so umgeben. Wenn Sie gerade Ihren Laptop offen haben, dann haben Sie dort ein Betriebssystem, was sicherlich als Schichtenarchitektur gebaut ist. Und auch so verwendet man das auch ziemlich häufig. Und wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Erstmal wieder eine Definition, die dieses Mal recht länglich ist. Eine Schichtenarchitektur ist die Gliederung einer Softwarearchitektur in hierarchisch geordnete Schichten. So einfach, ja, sagt ja der Name schon. Wichtig ist hier das hierarchisch. Eine Schicht besteht aus einer Menge von Softwarekomponenten, Module, Klassen, Objekte, Pakete mit einer wohl definierten Schnittstelle, nutzt die darunterliegenden Schichten und stellt seine Dienste darüber liegenden Schichten zur Verfügung. Zwischen den einzelnen Schichten ist die Benutzrelation linear, auch wichtig, baumartig oder ein azyklischer Graph. Innerhalb einer Schicht ist die Benutzrelation beliebig. Und so sieht das dann konkret aus. Schichten hier angedeutet in blau, einzelne Komponenten weiß dazwischen. Und wichtig ist hier, wenn wir uns diese dreischichtige Architektur anschauen, wie die Kommunikation aussieht. Das heißt also, wie die Benutzrelation hier aussieht. Wer benutzt hier wen? Wir sehen, pro Schicht ist uns das völlig egal. Benutzt doch, wen du willst. Ja, Komponente 2.1 benutzt 2.2 und umgekehrt. 2.3 benutzt 2.2. Ja, also hier haben wir auch einen Zyklus drin. Das gleiche könnte auch in den darunterliegenden Schichten so sein. Aber wichtig ist, zwischen den Schichten haben wir eine Benutztrelation, die streng hierarchisch ist. Ja, also eine obenliegende Schicht benutzt immer nur die darunter und nicht umgekehrt. Kann natürlich sein, dass zum Beispiel Schicht 1 Schicht 3 hier unten benutzt. Das hängt aber davon ab, wie strikt wir unsere Schichtenarchitektur interpretieren. Das sehen wir auch gleich nochmal, diese Unterscheidung. Hier steht es nochmal zusammengefasst für Sie. Eine Schicht ist also immer eine Art Subsystem, welches anderen Schichten Dienste zur Verfügung stellt. Ja? Und dabei gibt es folgende Einschränkungen, nämlich, dass eine Schicht nur Dienste von niedrigeren Schichten überhaupt benutzen darf und eben keine höheren. Ja, das ist ganz wichtig. Und horizontal, ja, kann man eben mehrere Subsysteme bauen, man kann auch mehrere Partitionen bauen, und auch das sehen wir gleich nochmal. Und damit kann man dann zum Beispiel bessere Austauschbarkeit oder einzelne Aufteilungen noch unserer Systeme besser erreichen. Gut. Jetzt noch die Unterscheidung. Ich hatte es schon angedeutet, ob wir denn jetzt an Schichten quasi vorbeigreifen dürfen oder nicht. Da gibt es einmal die intransparente Schichtenarchitektur. Und dort, das können Sie sich so richtig vorstellen, werden die Schichten einfach undurchsichtig. Ja, genau da darf ich das eben nicht. Also stellen wir uns mal vor, wir haben hier diese drei Schichten A, B und C. Dann darf A auf B zugreifen und B auf C. Es ist aber nicht erlaubt, dass eben A vorbei an B auf C zugreift, eben weil B als Schicht intransparent ist. Und natürlich gilt, in die andere Richtung geht ja mal gar nicht. Ja, es ist immer noch unsere hierarchische Schichtenarchitektur, also das ist alles nicht erlaubt. Anders ist es bei der transparenten Schichtenarchitektur. Dort ist also zum einen das erlaubt, wie gerade eben auch, aber auch dieser Zugriff von A direkt nach C. Ja, also da darf man dran vorbeigreifen. Auch hier gilt natürlich, nach oben greifen, blöd. So, wer kann sich denn vorstellen, was die Vor- und Nachteile jeweils sind? Meine Idee? Ist jetzt das eine richtig oder das andere? Okay, also Ihr Kommilitone sagt, wenn wir das Ganze transparent bauen, also so wie wir es hier gerade haben, dann kann das schneller sein, effizienter, weil wir eben von A direkt auf C zugreifen können. Warum ist das schneller? Okay, also Ihr Kommilitone sagt es ganz richtig. Manchmal möchte man ja einfach nur einen kleinen Ausschnitt von C ansprechen. Eine primitive Operation, und das kann man dann einfach direkt machen, ohne sich hier eben durch Schicht B durchzuwühlen und da noch einen Delegationsschritt zu haben, der natürlich auch wieder Laufzeit verbraucht. Ja, genauso, wenn wir natürlich noch mehr Schichten hätten, würde das ganze Problem natürlich noch größer. Ja, hier ist es noch relativ
übersichtlich, aber häufig hat man sehr viel mehr Schichten und dann ist das natürlich ein Problem. Was ist ein Nachteil von dieser transparenten Variante? Okay, also also ihr Kommilitone geht schon mindestens 2 Schritte weiter, als ich an dieser Stelle wollte, aber sehr richtig. Er meint, man kann jetzt einfach Schicht B nicht mehr austauschen, Schicht C nicht mehr austauschen, weil man dann auch Code in Schicht A ändern müsste, nämlich der Teil, der auf C zugreift. Und ein großer Vorteil der Schichtenarchitektur, den wir gleich sehen werden, ist eben genau diese Austauschbarkeit von Schichten und die nehmen wir uns dann ein Stück weg. Genau, was haben wir noch? Noch eine Idee, was auch noch ein Nachteil sein könnte? Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht ist der auch gar nicht da. Noch jemand eine Idee? Ja, wir nehmen uns genau diesen Delegationsschritt, den wir eigentlich durch diese hierarchische Schichtung aufgebaut haben, nehmen wir uns ja dann weg. Ja? Vielleicht wollten wir das genauso machen, dass eben B allein nicht Zugriff auf C hat, ja. Dass nur B weiß, wie C aussieht und eben A das gar nicht wissen soll. Und das nehmen wir uns dann natürlich auch weg. Ja? Also kann es dann halt sein, dass Dinge passieren, die wir eigentlich nicht vorgesehen haben. Gut. Dann schauen wir doch mal rein jetzt in die Vorteile der Schichtenarchitektur, was Ihnen auch so ein bisschen beantwortet, warum die so gerne eingesetzt wird. Wir haben zum einen eine übersichtliche Strukturierung in Abstraktionsebenen und das kommt uns Menschen sehr entgegen, denn so funktionieren unsere Gehirne, so denken wir ganz gerne. Wir machen Dinge gerne abstrakter und bauen gedanklich solche Schichten auf. Das heißt, das unterstützt so ein bisschen unseren Denkprozess. Wunderbar. Und das nächste, das kommt auch sehr vielen Leuten entgegen. Die Einschränkungen, die hier getroffen werden, die sind nicht so besonders strikt. Ja? Also was in den Schichten passiert, ist prinzipiell erstmal egal. Wir haben nur diese Forderung nach der strengen Hierarchie zwischen den Schichten. Aber was in den Schichten passiert, naja, das ist dem Entwerfer überlassen oder dem Implementierenden. Und das kommt natürlich auch vielen sehr entgegen, die gerne Chaos implementieren. Muss man aber natürlich auch aufpassen, dass dann nicht zu viel Chaos passiert. So oder so wird Wiederverwendbarkeit und Änderbarkeit und Wartbarkeit sowie Portabilität und Testbarkeit ist schon sehr gut unterstützt, einfach wenn man pro Schicht denkt. Ja? Also die einzelnen Schichten, Ihr Kommilitone hat es wunderbar gesagt, kann man austauschen. Und man kann auch wunderbar testen. Ja? Dadurch, dass man diese hierarchische Struktur hat, kann man wunderbar einfach anfangen, das System von unten nach oben aufzubauen. Ja. Wunderbar. So, hier sind nochmal die Vor- und Nachteile jeweils der intransparenten Schicht. So aus der Sichtweise ist das jetzt gebaut. So hatten wir es ja auch. Dann kann es natürlich diese Effizienzverluste geben, das hatten wir ja schon gesagt, wenn wir eben durch mehrere Schichten durch müssen, zunächst mit unserem Aufruf. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diese klare Abgrenzung nicht mehr. Und man muss dann sehr auch aufpassen, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass eben pro Schicht nicht zu viel Chaos herrscht. Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, wir haben ja unsere Schichten gebaut, aber was da drin passiert, ist völlig egal. Deshalb hatte ich vorhin auch schon gesagt, diese Betrachtung der Benutzerrelation nur auf Paketebene ist häufig nicht ausreichend. Ja, also auch auf Klassenebene oder wie das hier genannt ist, Komponentenebene bei der Schichtenarchitektur, muss man dann ebenfalls auch machen. Sonst baut man sich da Zyklen, die dann auch nicht mehr funktionieren. Gut. Was gibt es so für übliche Schichtenarchitekturen? Naja, die 3-Schichtenarchitektur haben wir jetzt schon gesehen. Klassische Beispiele sind da hier Benutzerschnittstellen, Anwendungskern und ein Datenbanksystem. Sowas baut man häufig als 3-Schichtenarchitektur. Oder aber auch sowas wie eine dreistufige Architektur nennt man das dann häufig, wenn es darum geht, dass man die Stufen auf unterschiedliche physikalische Systeme auslagert. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil dieser Schichtenarchitektur. Man kann einfach sagen, Schicht 1, die Benutzerschicht, ja, läuft auf dem Klienten und die anderen beiden Schichten laufen auf einem Dienstgeber, also ein Anwendungskern und eine Datenbank. Denken Sie mal an unser Beispiel aus der Übung, da haben wir ja auch unser iMatch,
Und da ist es ja auch so, dass wir die Applikation auf dem Smartphone laufen lassen wollen und den Rest, der läuft eben auf dem Server der PeerCorp. Ja, und das wäre auch genau so eine dreistufige Architektur sicherlich, ja, wo die eine Hälfte oder das eine Drittel beim Nutzer läuft und der Rest dann eben auf dem Server. Man kann das auch noch ein bisschen komplexer bauen. Sowas hier geht natürlich auch. Jetzt haben wir hier so eine teiltransparente Schicht mit dabei und mehrere darüberliegende Schichten für zum Beispiel ein einfaches Betriebssystem, könnte man sich hier vorstellen. Ja, man hat einen Betriebssystemkern, man hat Grundfunktionen, die bereitgestellt werden und darüber hat man dann Anwendungen, die vom Nutzer verwendet werden sollen und dann hat man Anwendungskern 1 für die eine Anwendung und eine Benutzerschnittstelle. Und dann hat man eine Anwendung 2 mit einer zweiten Benutzerschnittstelle und offensichtlich kann man hier wunderbar beiden Sachen austauschen. Ja, man kann hier einfach was Neues hinsetzen, ohne dass hier unten irgendwas passiert, ja, weil wir eben keinen Zugriff in die Richtung haben. Keine der Grundfunktionen benutzt irgendwas aus diesem Anwendungskern, ist ja völliger Quatsch. Das heißt, wir können da wunderbar noch eine dritte, vierte Anwendung daneben legen. Wir können die Anwendung hier wieder wegnehmen. Wenn Sie sich da nicht an der Schichtenarchitektur halten würden, dann hätten Sie wunderbares Chaos auf Ihrem Rechner. Gut. Das ist noch ein Beispiel, da wollen wir jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal drüber gehen. Schauen wir lieber nochmal ganz kurz in das Betriebssystem rein. Das hatte ich ja schon auch mal angedeutet. Betriebssysteme sind üblicherweise in Schichten gebaut. Und das ist üblicherweise sowas wie Prozessverwaltung, Speicherverwaltung, Dateiverwaltung, dann Kommunikation, Netzwerkschnittstellen zum Beispiel, darüber Kommandoschnittstellen oder grafische Benutzeroberflächen, die liegen meistens in der Hierarchie eher nebeneinander und dann eben die Anwendungen oben drüber. Oder sowas wie Datenfernübertragung, da hat man auch häufig mehrere Schichten. Oder Informationssysteme, die auf Datenbanken aufbauen, da ist eben der Datenbankzugriff häufig eine Schicht davon. Also sowas könnte man sich vorstellen, alles als Schichtenarchitektur. Gut, gibt es Fragen bis hierher zu Schichtenarchitektur? Keine Fragen, wunderbar. Dann schauen wir mal noch ein bisschen tiefer rein in die Schichten, weil was wir uns noch nicht überlegt haben so richtig ist jetzt eigentlich, wie funktioniert denn eigentlich der Zugriff zwischen den Schichten? Wir haben nur gesagt, er geht irgendwie von oben nach unten. Die Komponenten aus Schicht A dürfen ausschließlich auf die Komponenten aus Schicht B zugreifen, jedenfalls bei intransparenten Schichtenarchitekturen. Aber je nachdem, wie groß unser System ist und wie viele Komponenten unsere Schichtenarchitektur jetzt enthält, kann auch das natürlich immer noch zu ziemlich viel Chaos führen. Ja, wir müssen ja dann immer noch überlegen, auf welche Schnittstelle, welcher Komponente in der darunterliegenden Schnittstelle, Schicht wollen wir denn jetzt eigentlich zugreifen. Und deshalb kombiniert man häufig diese Schichtenarchitektur mit dem Entwurfsmuster Fassade, was wir uns dann wahrscheinlich am Montag anschauen werden. Und eine Fassade kann man sich im Grunde vorstellen wie eine Tür zu einer Schicht. Ja, das baut man so als die Tür, in der man in die Schicht rein darf und von dort aus wird man im Grunde weitergeleitet. Ja, da steht dann der Türsteher und sagt, Sie wollen zur Komponente XY, bitte da entlang. So funktioniert das im Wesentlichen. Ja, wir haben dort also in der Fassade mehrere Klassen, die dort nochmal abstrahiert werden. Das heißt, wir delegieren dann jeweils dorthin, wo man eben hin möchte. Das sieht man vielleicht besser am Bild. Gerade eben hatten wir dieses Übersichtsbild. Also stellen Sie sich mal vor, das hier ist eine Schicht und das darüber ist eigentlich auch nochmal eine Schicht. Da fehlt jetzt der Kasten drum. Hier drüben das Gleiche. Und was wir bisher hatten, war eben der Zugriff aller Komponenten aus Schicht A direkt auf die Komponenten in Schicht B. Und das kann eben mitunter komplex sein und verringert natürlich auch wiederum die Austauschbarkeit hier unten. Wenn wir jetzt hier so eine Fassade einbauen, dann machen wir uns das Ganze ein bisschen leichter. Wir haben von hier oben nur noch einen Zugriffspunkt. Wir müssen nur noch wissen, wie die Fassade aussieht. Und die Fassade wiederum delegiert dann an die jeweilige Komponente in der darunter liegenden Schicht. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wenn ich hier irgendwas austausche, ja, zum Beispiel diese Komponente haben wir gesehen, dann müssten wir jetzt hier was ändern, hier was ändern, hier was ändern, weil die müssen ja alle direkt hier drauf zugreifen. Wenn ich diese Fassadenlösung habe, dann ist das viel einfacher. Dann sage ich einfach hier Fassade, ich möchte was von dieser Komponente da unten, ja.
Das weiß ich aber hier oben gar nicht. Ich will nur irgendwas für mich erledigt haben. Ja? Ich möchte irgendeinen Aufruf halt an die darunterliegende Schicht starten. Und die Fassade sorgt dann eben dafür, dass hier das Richtige delegiert wird, an die richtige Komponente dieser Aufruf weitergeleitet wird. Und dann sehen wir natürlich schon, dass das deutlich weniger Änderungen zur Folge hat. Natürlich, in der Schicht haben wir immer noch das gleiche Problem. Wenn wir hier diese Komponente ändern, ja, dann sehen wir, müssen wir die beiden hier unten auch ändern, weil die benutzen sich gegenseitig. Das ist hier natürlich immer noch das gleiche Problem. Aber diese drei Änderungen, die hier oben durch diese Benutzerrelationen entstehen würden, die haben wir dann eben weg dadurch. Deshalb nutzt man da häufig eine Fassade mit dazu. Aber wie gesagt, Fassade werden wir uns nochmal genauer anschauen in den Entwurfsmustern. Gut. Klar soweit, warum das sinnvoll ist? Einer hat zumindest mal genickt, reicht mir. Und deshalb mache ich weiter mit Client-Dienstgeber-Architekturen. Das hat sicherlich auch schon jeder mal gesehen, diese Idee. Wir haben einen oder mehrere Dienstgeber und die bieten eben irgendwelche Dienste an, wie auch immer die geartet sein sollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Subsysteme, sogenannte Klienten, die möchten halt irgendeinen Dienst ansprechen können, irgendwas benutzen können. Und Klienten rufen dann üblicherweise Funktionen des Dienstgebers auf und der führt dann eben was aus und liefert ein Ergebnis zurück. Dabei muss natürlich der Klient die Schnittstelle des Dienstgebers kennen. Ist halt einfach per Konvention offensichtlich so, weil sonst kann ich mit dem Dienstgeber nichts anfangen. Andersrum, und das ist natürlich dann schon ein großer Vorteil, der Dienstgeber muss für sich die Schnittstelle des Klienten nicht kennen. Das wäre ja auch noch schöner. Ja, es gibt vielleicht sehr, 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 sehr viele Klienten und dann müsste ja der Dienstgeber alles über die wissen. Das will man natürlich nicht haben. Das heißt, nur der Klient kennt die Schnittstelle des Dienstgebers. Der muss wissen, was hier Dienst 1, was hier Dienst 2 macht. Aber was auf Seiten des Klienten steht, ist dem Dienstgeber herzlich egal. Wo hat man das häufig? Naja, im Grunde überall dort, wo man irgendwas mit Frontends und Backends baut. Ja, also zum Beispiel Datenbanksysteme, da hat man eine Benutzeroberfläche, die man als Klienten umsetzt und dann eben den Datenbankzugriff, der als Dienstgeber implementiert ist. Und da sehen Sie schon, ich hatte ja das gleiche Beispiel gerade bei der Schichtenarchitektur gezeigt. Das geht manchmal ineinander über. Ja? Also man kann natürlich jetzt auch Klient und Dienstgeber wieder als Schichten sehen oder man kann den Dienstgeber wiederum als Schichtenarchitektur implementieren. Und wir hatten da, glaube ich, vor 2 Jahren oder vielleicht war es auch letztes Jahr mal eine sehr schöne Klausuraufgabe mit einer Beschreibung einer ähnlichen Situation. Wir wollten irgendwie was haben, was Dienste zur Verfügung stellt. Und dann haben wir gesagt, welches Architekturmuster passt denn hier? Und die richtige Antwort war quasi alle. Man musste es bloß halt richtig argumentieren. Und das war eigentlich ganz hübsch, war eigentlich eine schöne Aufgabe. Mir hat die jedenfalls gefallen, den Studenten nicht allen. Aber ich sag's mal so, die ist auch nicht so furchtbar schlecht ausgefallen. Weil das dann doch relativ schön war zu argumentieren, wenn man es denn konnte, was man denn jetzt hier benutzen können wollte. Und die meisten sind eigentlich darauf gekommen, dass man da irgendwie eine Kombination haben will von unterschiedlichen Dingen. Wir haben da natürlich noch so ein paar Randbedingungen aufgestellt, sodass es ein bisschen eindeutiger wurde, was es werden sollte. Aber nur, dass Sie das eben mal sehen, dass das nicht voneinander getrennt ist. Also es ist nicht so, dass ich sage, hier Entwurf, ja, jetzt brauche ich eine Schichtenarchitektur. Da darf jetzt aber kein Klient mehr irgendwie auf einen Dienst zugreifen. Ja, das darf auf keinen Fall sein. Also hier machen wir keinen Klient-Dienstgeber mehr. Also häufig ist das eher so, dass sich das auch mal schneidet, dass man das eine aus der einen Architektur nimmt und das andere aus der anderen und das so ein bisschen kombiniert. Das sind also alles für Sie im Grunde nur Ideen, damit Sie mal gesehen haben, wie Architekturen aussehen können. Und wenn Sie dann mal selber in der Verlegenheit sind, eine Architektur aufbauen zu müssen, dann wissen Sie, was es gibt und wissen vielleicht für Ihr Problem, dass man jetzt eine Schichtenarchitektur benutzen kann oder dass man das besser als Klient-Dienstgeber implementiert. Aber dann wissen Sie vielleicht auch, dass der Dienstgeber aus mehreren Schichten bestehen kann. Ja? Und dann wissen Sie, dass man das wunderbar auch kombinieren kann, dass das eben nicht einzeln nebeneinander steht. So, jetzt wieder zurück zu Klient-Dienstgeber nach diesem kurzen Exkurs. Der Klient, naja, offensichtlich nimmt die Eingaben des Nutzers, Vorverarbeitung gegebenenfalls, und dann darf eben der Dienstgeber die eigentliche Datenverwaltung, Sicherheit, Datenintegrität sicherstellen. Und das ist eigentlich genau der Witz von dieser Trennung. Ja. Der Klient weiß außer der Schnittstelle nichts vom Dienstgeber. Da geht es dann wieder um das Geheimnisprinzip. Es geht darum, dass der Dienstgeber
nicht preisgibt, was er jetzt eigentlich intern benutzt, sondern eben einfach nur über die wohldefinierte Schnittstelle Dienste zur Verfügung stellt, die die Klienten nutzen können. So, was haben wir für Beispiele? Naja, sowas wie FTP-Server, ja, Client, was wie FileZilla initiiert, eine Dateiübertragung und Dienstgeber reagieren dann eben auf diese Anfragen und naja, senden oder empfangen Dateien so einfach. Also alles, was irgendwie so gebaut ist, ist eigentlich immer Client-Dienstgeber-Architektur. Gut, Fragen müssen her. Da kommt eine Frage. Genau, also Ihr Kommilitone fragt, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied zu einer Schichtenarchitektur mit einer Fassade? Und die Antwort ist ein bisschen schwierig. Das Wesentliche ist eigentlich so die Sichtweise oder wie man neudeutsch sagen würde, das Mindset. Bei der Schichtenarchitektur geht es uns eher darum zu sagen, das sind die Schichten, wir unterteilen unser System in diese Bestandteile und machen im Grunde Abstraktionen und Zugriffe von oben nach unten. Und bei Client-Dienstgeber ist der Gedanke halt eher zu sagen, wir haben einmal einen Dienstgeber, der stellt gewisse Dinge zur Verfügung und einmal einen, der möchte gerne etwas wissen. Ja, das ist einfach nur eine andere Herangehensweise an das Problem. Und der Klient ist natürlich keine Abstraktion von dem Dienstgeber. Ja, es ist im Grunde eigentlich, wenn Sie das als Schichtenarchitektur interpretieren würden, sieht das von der Abstraktion erstmal horizontal aus. Von der Benutzerrelation ist es natürlich eigentlich wieder vertikal, ja, weil der Klient benutzt ja den Dienstgeber und nicht andersrum. Das liegt also so ein bisschen daran, was sie bauen wollen, ja. Also wenn sie irgendwie sowas bauen wollen wie eine hier Dateiübertragung oder so ein Datenbanksystem und fangen an, mit ihren Kollegen darüber zu diskutieren, wie man sowas baut, dann werden sie sicherlich nicht anfangen und sagen, wir bauen da jetzt eine Schichtenarchitektur und der Klient ist die oberste Schicht. Sondern dann geht es erstmal darum zu sagen, naja, wir wollen hier eine Client-Dienstgeber-Architektur bauen. Dann wissen erstmal alle, worum es geht und wie man sowas strukturiert und dass man dann eben eine Schnittstelle nach außen braucht. Und wie man das dann weiter strukturiert, dass man dann intern vielleicht noch eine Schichtenarchitektur bauen möchte oder dass man diese Client-Dienstgeber-Beziehung auch als Schichtenarchitektur sehen kann. Das kommt dann vielleicht später. Ja? Aber in dem Moment geht es dann erstmal darum, zu wissen, wofür das System auch da sein soll und wie sowas grob strukturiert werden kann. Aber ja, Sie haben recht, man kann das natürlich auch eins zu eins als Schichtenarchitektur sehen. Gut, noch Fragen? Wunderbar. Dann machen wir weiter mit einem ähnlichen Konzept, was aber dann tatsächlich nicht mehr zur Schichtenarchitektur taugt, nämlich die Partnernetze. Hier haben wir die Verallgemeinerung des Client-Dienstgeber-Architekturstils, dieser Idee. Und in diesem Netz sind dann einfach alle gleichberechtigt. Das heißt, jeder ist Dienstgeber und jeder ist Klient. Und vereinfacht sieht es so aus, dass wir eigentlich hier eine Mehrfachvererbung hätten, wenn wir es als UML-Diagramm darstellen würden, von Klient und Dienstgeber zu Partner. Ja, geht ja in Java jetzt nicht, es sei denn, wir bauen das als Schnittstellen. Und wir könnten das aber so auch darstellen. Ja, wir haben hier einfach einen Partner und es gibt unterschiedliche Dienste und jeder dieser Partner kann sowohl Anforderer sein und kann auch Anbieter sein. Und wir sehen auch, jeder kann mit beliebig vielen in Verbindung stehen. So sieht das dann mal optisch aus. Ja, das klassische Client-Dienstgeber-Modell. Wir haben einen Dienstgeber, der alle Anforderungen von allen Klienten entgegennimmt und hier die Partnernetze oder Peer-to-Peer-Variante, dem einfach alle gleichberechtigt sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man irgendwie mal in der Verlegenheit ist, sowas zu bauen, und das war übrigens auch Teil der Klausuraufgabe, nimmt man jetzt lieber für unser System Client-Dienstgeber oder Partnernetze? Auch da war die Antwort beides möglich. Aber was sind denn so die Vor- und Nachteile, wenn man jetzt System X umsetzen wollte? Ich glaube, wir hatten damals ein Datenbanksystem, was wir umsetzen wollten. Was wäre denn da jetzt der Vorteil, wenn ich Client-Dienstgeber hätte und was wäre der Vorteil, wenn ich Partnernetze hätte? Oder natürlich jeweils auch Nachteile. Möchte keiner mitarbeiten heute? Doch, da meldet sich jemand. Wunderbar, vielen Dank. Aha. Okay, also Ihr Kommilitone sagt,
Hier ist es natürlich viel problematischer, wenn der Dienstgeber ausfällt. Ja, wir haben vielleicht hier nur einen Knoten, der alle Dienste entgegennimmt. Wenn der ausfällt, ist halt einfach vorbei. Das Problem haben wir hier nicht. Da haben wir das vielleicht einfach verteilt auf alle. Und wenn dann einer ausfällt, naja, dann ist halt weg. Und dann können die anderen weiterarbeiten. Da meldet sich aber schon jemand, möchte dazwischen grätschen. Oder was erweitern. Okay, bitte. Genau, das ist genau jetzt die Gegenseite des Problems. Wenn wir hier die Partnernetze haben, dann haben wir zwar vielleicht mehr Ausfallsicherheit, wenn wir die Daten über alle verteilen, aber wir müssen dann natürlich auch sicherstellen, dass das konsistent bleibt, ja. Und eine mögliche Lösung für unser Problem damals in der Klausur wäre gewesen, Partnernetz zu bauen mit einem virtuellen Klient-Dienstgeber. Modell darüber. Ja? Da haben wir im Grunde drei Sachen verknüpft, wenn man das so möchte. Ja? Wir haben also eigentlich unsere Partnernetze, bauen dann aber eine Virtualisierung davon, und zwar als Klient-Dienstgeber-Modell. Das wäre eine mögliche Lösung gewesen, damit man im Grunde diese konsistente Sicht auf die Daten hat. Wie das dann funktioniert im Einzelnen, wie man diese Konsistenzhaltung macht in der Virtualisierung, darüber muss man sich dann wieder Gedanken machen. Ist auch nicht so einfach, gebe ich zu. Aber jetzt mal einfach auf Architekturebene wäre sowas eine mögliche Lösung. Also da sehen Sie auch wieder, so Architekturstile, die stehen irgendwie nicht losgelöst voneinander, sondern die kann man auch schön kombinieren, zusammenbasteln, wie auch immer. So, jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Partnernetze rein. Ich wollte es bloß nicht schon zeigen, weil das so ein bisschen auch zeigt, was die Vor- und Nachteile sind. Wir sehen hier, wir haben eine komplette Rollensymmetrie. Das heißt, jeder Partner ist sowohl Klient als auch Dienstgeber. Das haben wir gerade eben auch schon gesehen auf den Folien davor. Und es gibt erstmal keine zentrale Koordination und keine zentrale Datenbasis. Das heißt, jeder hält entweder eine komplette Kopie der Daten oder Teile davon, je nachdem. Und in der Regel kennt auch jeder Partner nur eine Untermenge der übrigen Partner. Kann natürlich auch alle kennen. Und das Gesamtverhalten des Systems, das organisiert sich dann halt irgendwie selber, ja. Und besteht im Grunde nur aus der Interaktion zwischen den einzelnen Partnern. Das wird dann halt irgendwie zusammengesetzt. Und dadurch haben wir eine starke Autonomie. Das heißt, jeder Partner trifft selber die Entscheidung, was er denn jetzt eigentlich haben möchte. Möchte er irgendwelche Dienste anfordern? Möchte er was bereitstellen? Also die Wahl hat er natürlich nicht. Er muss das natürlich jeweils tun. Aber was es dann tatsächlich ausgeführt wird, das ist dem jeweiligen Partner überlassen. Wir haben hier aber auch den Nachteil, dass Partner eben unzuverlässig sein können. Ja, wird einer abgeschaltet, dann müssen irgendwie Mechanismen gefunden werden, das zu kompensieren. Oder man sagt im einfachsten Fall, ja, der Partner ist jetzt halt nicht mehr da, der kann jetzt halt den Dienst nicht mehr anbieten. Und in Richtung Verfügbarkeit bedeutet das natürlich auch, alle irgendwie gespeicherten Daten müssen eigentlich redundant verfügbar sein, wenn Partner unzuverlässig sind. Das ist aber nicht unbedingt immer umsetzbar. Deshalb ist das natürlich auch ein Nachteil. So, was haben wir für Beispiele? Sowas wie BitTorrents, ja, da ist jeder Partner offensichtlich Klient und auch Dienstgeber. Ja. Jeder kann irgendwie Dateien anfordern, liefert diese aber auch. Und wenn eben eine Anfrage von einem Partner nicht bearbeitet werden kann, dann fragt man halt einen anderen. Aber wer sowas schon mal benutzt hat, der weiß natürlich auch, es kann auch sein, dass einfach kein Partner das gerade zur Verfügung stellt. Dann müssen wir halt warten, bis wieder einer da ist. So, was haben wir noch? TCP/IP, ja, da haben wir halt auch genau diese Variante der Netzarchitektur. Da ist einfach, ja, Anfragen werden anwendungsunabhängig über das physikalische Netz verteilt, offensichtlich, ja. Jeder weiß, wie das funktioniert, denke ich mal. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht noch genauer reinschauen. Das Beispiel mit dem BitTorrent ist eigentlich offensichtlicher, wie das. Gut. Wunderbar. Gibt es Fragen bisher zu den Partnernetzen? Sonst kommen wir gleich zum nächsten. Keine. Wunderbar. Dann Datenablage. Damit haben wir sie ja schon gezwungen, sich auseinanderzusetzen. Ja, Datenablage, sowas wie SVN oder Git benutzen Datenablagen, auch Depots genannt. Und hier ist einfach die Idee, wir haben Subsysteme und die modifizieren irgendwie Daten, möchten diese Veränderungen in einer zentralen Datenablage bekannt machen, dort irgendwie ablegen. Und die Subsysteme, und das ist jetzt wieder wichtig,
Die sind lose gekoppelt und interagieren nur über die Datenablage. Ja, also das stellt den einzigen Kopplungspunkt der einzelnen Subsysteme dar, eben über die Daten, die dort abgelegt werden. Und ja, die Subsysteme können ja gleichzeitig doch zugreifen auf die Datenablage oder eben hintereinander. Wenn man parallel darauf zugreift, muss man sich natürlich wieder überlegen, gibt es da Schnitte, dann haben wir ein Problem. Wenn nicht, dann ist alles gut. Denken Sie an unser Beispiel aus den Änderungen in einem Buch. Da war unsere Datenablage die Bibliothek. In der zweiten Vorlesung war das, glaube ich. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt uns das Buch holen und da Änderungen drin machen und machen die an unterschiedlichen Stellen zu zweit und gleichzeitig, dann ist das völlig egal. Ja, dann können wir die Änderungen einfach beide durchführen und dann ist das gut. Wenn das an gleichen Stellen ist, dann müssen wir uns halt überlegen, wer darf das machen und wer muss seine Änderungen zurückziehen oder können wir die Änderungen zusammensetzen. Also das ist die Idee hinter diesem Architekturstil. Ist, glaube ich, auch einleuchtend. Was haben wir hier? Noch die genaue Erklärung dazu zu möglichen Beispielen. Ich habe schon gesagt, Git oder Subversion sind so übliche Datenablagen. Das habe ich auch schon gesagt mit den Änderungen. Ah ja, genau. Stichwort Transaktionen. Wir hatten auch da in der zweiten Vorlesung schon ein schönes Beispiel, dass Transaktionen wichtig sind. Wer kann sich noch erinnern an den Vorläufer von SVN, den wir vorgestellt haben? DVS, richtig. Genau, da war das so. Wir haben einfach ganz viele Änderungen gemacht und wollten die in unserem zentralen Depot hinterlegen und dann werden die halt dahin übertragen, eingebucht und dann stellt das System fest bei Datei 5, oh, die hat jemand anders schon geändert, das geht jetzt nicht. Deine Einbuchung ist leider nicht möglich, dann wird die an der Stelle zurückgewiesen. Das kann aber natürlich zu Inkonsistenzen führen. Ja? Ich habe irgendwie Änderungen an vier Dateien und die fünfte darf ich jetzt nicht machen, dann funktioniert das Ganze vielleicht nicht mehr. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben was programmiert und haben an vier Klassen was geändert und die fünfte Änderung in der fünften Klasse dürfen Sie jetzt nicht mit einbuchen, weil da eine gleichzeitige andere Änderung passiert ist und Sie haben zum Beispiel eine Schnittstelle umbenannt. Dann funktioniert natürlich gar nichts mehr, ja, offensichtlich. Das heißt, das will man nicht haben, sondern man möchte ein sogenanntes Transaktionskonzept haben, wo eben sichergestellt wird, dass entweder das Ganze abgewickelt wird, was wir dort gemacht haben, oder nichts. Und wer schon mal SVN benutzt hat, der wird das vielleicht gesehen haben, wenn man da etwas einbuchen möchte und da ist nur irgendwo in einer Datei irgendwas anders, dann wird die komplette Einbuchung erstmal zurückgewiesen. Ja, da muss man sich darum kümmern, dass man das aufräumt. Okay. Gibt es Fragen zur Datenablage? Keine. Dann jetzt ein sehr häufig verwendeter Architekturstil. Ich hatte ja schon mal angedeutet, wir machen ja immer mit unseren Tutoren fürs nächste Semester so kleine Castings. Die kommen dann zu uns und erzählen uns so ein bisschen was über sich und was sie an der SWT toll fanden und was nicht. Und normalerweise, wenn Sie irgendwas toll finden, so im Nachhinein, dann ist das aus dem Kapitel, auch wenn Ihre Gesichter, die ich jetzt gerade so sehe, anderes vermuten lassen. Aber häufig sind es dann doch irgendwie so die Entwurfsmuster oder die Architekturstile, die tatsächlich irgendwie was bringen. Und in, naja, ich sag mal, 50% der Fälle kommt dann genau das, Model View Controller. Ja, das habe ich irgendwie schon mal gebraucht, das habe ich schon mal verwendet. Und das ist eben ein sehr häufig angewendetes Modell für die Darstellung eines Gesamtsystems. Strukturiert sehr gut Systeme, die irgendwie auf Daten arbeiten und diese Daten irgendwie darstellen wollen. Und das möglichst flexibel und austauschbar. Deshalb braucht man das ziemlich häufig. Was macht das Architekturmuster jetzt? Also, angenommen, wir haben ein System und haben dort eigentlich eine starke Kopplung und zwar zwischen Daten und einer Benutzerschnittstelle. Denken Sie an irgendeine grafische Benutzeroberfläche, die irgendwie, ja, was sagen wir mal, irgendwelche Wetterdaten darstellen möchte. Ja, dann würde man ja eigentlich von unserer grafischen Benutzeroberfläche sagen, liebe Wetterdaten, was ist denn gerade anzuzeigen? Und dann zeigt man das eben an. Und das Problem, was daraus entsteht, ist, wir müssen als grafische Benutzeroberfläche wissen, wie unsere Daten aussehen, wie unser Datenmodell aussieht, wie wir darauf zugreifen können. All das muss uns bekannt sein.
Und das hat dann eben zur Folge, dass so eine Benutzerschnittstelle nicht einfach mal so eben neu implementiert werden kann. Angenommen, wir wollen die jetzt einfach mal hübscher machen, wir wollen die vielleicht anders aussehen lassen, wir wollen vielleicht eine andere Bibliothek benutzen, in der wir diese Benutzerschnittstelle implementieren, dann ist das eben nicht so einfach möglich, weil dann müssen wir alles neu bauen, das ganze System, ja, weil die Daten die Benutzerschnittstelle kennen und umgekehrt. Und genauso gilt das dann auch für die Daten. Die Daten können auch nicht einfach neu organisiert werden, weil wenn ich die Daten jetzt umbaue plötzlich, die Datendarstellung zum Beispiel ein anderes Datenformat benutze, dann muss ich wiederum auch meine Benutzerschnittstelle anpassen, weil die verlässt sich ja darauf, dass das, keine Ahnung, in XML dargestellt ist oder als Datenbank abrufbar ist, ja? Und das ist genau das Problem. Wir haben dann eine ziemlich starke Kopplung zwischen Darstellung und dem eigentlichen Datenmodell. Und das ist genau das, was man nicht haben will. Und dafür gibt es dieses Model View Controller Architekturmuster. Und da ist es so, dass wir ein Subsystem zur Datenspeicherung haben, ein Datenmodell, das Model. Und dann haben wir ein Subsystem zur Darstellung, das ist die View. Und es gibt ein weiteres Subsystem, was zwischen diesen beiden vermittelt. Ja, also der nimmt im Grunde dieses Subsystem, nimmt dann als Controller Anfragen von der Darstellungssubsystem entgegen und sagt dann, liebes Modell, gib mir doch bitte mal die entsprechenden Daten. Und mit dieser Entkopplung erreicht man, dass eben diese einzelnen drei Bestandteile austauschbar sind. Und das sehen wir jetzt hier noch ein bisschen besser, wenn wir uns die Übersicht jetzt mal als Paketmodell anschauen. Ja, wir haben ein Controller-Paket, wir haben ein Modellpaket, wir haben ein View-Paket, die alle irgendwie in Verbindung stehen. Und das Modell, das hatte ich schon gesagt, ist dafür zuständig, die Daten darzustellen. Die Präsentation ist zur Darstellung der Objekte da und der Controller, der steuert jetzt eben genau diese Interaktion zwischen Darstellung und den Daten. So, ist das jetzt hier ein Schichtenmodell? Mal so nebenher, weil wir die Frage ja gerade eben schon hatten. Kann man das nicht auch als Schicht bauen? Ja, nein, vielleicht meldet sich jemand. Ah, Sie waren jetzt schon so häufig da hinten. Also, besonders weit hinten ist es nicht, aber Sie dürfen trotzdem. Ja, genau Sie. Ist es ein Schichtmodell? Okay. Warum? So wie es jetzt hier gezeichnet ist. Also austauschen, ja, kann man es, aber ja, man muss aufpassen, dass die Schnittstellen passen. Und was haben wir noch für ein Problem? Vielleicht möchten Sie ergänzen. In der Darstellung, also in der Darstellung kann es sein, wir schauen uns gerade nur die Pakete an. Dass Darstellung und Modell aufeinander basieren oder Controller oder was meinen Sie jetzt? Genau. Also, vollkommen richtig. Hier können wir tatsächlich theoretisch Zyklen drin haben, das wäre schlecht. Es ist aber tatsächlich nicht zwingend hierarchisch. Ja? Also der Controller kann etwas in der View verändern. Der Controller greift auf das Modell zu, Modell vielleicht auf Controller. Das heißt, diese strengen Hierarchien haben wir hier nicht. Die Frage ist aber viel eher, könnte man es als Schichtenmodell bauen? Wer ist denn der Meinung, dass sich sowas umsetzen lässt als Schichtenmodell? Okay, wer ist der Meinung, diese Zugriffe zwischen den Schichten hin und zurück sind erforderlich, damit man das umsetzen kann? Einer meldet sich zaghaft. Okay, also die sich zuerst gemeldet haben, die haben recht, man kann sowas streng hierarchisch und in Schichten aufbauen. Aber, und deshalb hat auch der eine, der sich so zaghaft gemeldet hat, nicht ganz unrecht, das ist so einfach. Ja, also häufig braucht man eben diese Rückkopplung, weil man ja auch Dinge wieder darstellen können möchte in der Darstellung. Das heißt, man hat eine gewisse Rückkopplung zwischen Modell und Darstellung. Und das ist häufig das Problem.
Man kann das natürlich über den Controller schicken, aber auch dann kann es sein, dass man eben nach oben wieder greifen muss und eben nicht strikt nur nach unten. Um das ein bisschen schöner zu machen, kann man häufig, und jetzt geht es wieder in Richtung Entwurfsmuster, das Entwurfsmusterbeobachter benutzen. Da ist es so, dass das Modell die Präsentation darüber informiert, dass etwas geändert wurde. Das heißt, der Beobachter sagt dann, oder nein, anders, die Präsentation ist der Beobachter, der die Daten beobachtet in einer gewissen Art und Weise. Und immer wenn sich etwas ändert im Modell, dann wird die Präsentation, also der Beobachtende, informiert darüber, dass sich etwas geändert hat. Und der Aktualisierungsvorgang wird üblicherweise dann über die Steuerung, also über den Controller, veranlasst. Das kann man jetzt in unterschiedlichen Arten und Weisen bauen. Stärker hierarchisch, weniger stärker hierarchisch, und man kann sich überlegen, ob jetzt der mittlere Teil, ob die Steuerung dann für diesen Rückruf transparent ist oder intransparent. Aber sowas könnte man bauen. Das sehen wir dann, wenn wir das Entwurfsmuster Beobachter uns genauer anschauen, um eben genau diese Zugriffsprobleme bei dem Architekturmuster hier ja, ein bisschen zu verschönern. Dieses Beobachter-Entwurfsmuster wird tatsächlich ziemlich häufig eingesetzt, wenn es um grafische Benutzeroberflächen geht. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Observer heißt, dann wissen Sie vielleicht auch eher, worum es geht im Englischen. Und dann haben Sie das auch sicherlich schon mal gehört. Ja, bitte, da kommt noch eine Frage. Ja, genau. Also ihr Also Ihr Kommilitone beschwert sich, so wie wir das jetzt hier aufgeschrieben haben, ist das ja irgendwie auch nicht so ganz klar. Und er beschwert sich insbesondere, dass es ungefähr 5000 Definitionen von Model View Controller gibt. Ja, das ist richtig. Je nachdem, wie strikt man das eben auslegt, das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, und wie man das tatsächlich genau aufbaut. Und dann ist die Frage, gibt es da einen richtig? Und die Antwort ist einfach nein, also das gibt es nicht. Es kommt ja halt sehr auch natürlich darauf an, wofür Sie das einsetzen wollen. Und gerade wenn wir uns auf der Architekturebene bewegen, dann gibt es einfach nicht die richtige Antwort für, so müssen Sie das jetzt genau bauen. Hängt ja häufig sehr davon ab, wie Ihre Anwendungsdaten aussehen, wie Ihre Anwendung aussieht, wie die auch mit anderen Subsystemen gekoppelt ist, wie Sie das dann genau bauen. Deshalb gibt es da einfach nicht diese eine richtige Lösung. Und das ist auch eigentlich nicht das Wesentliche bei diesem Architekturmuster, wie denn da die Kopplung zwischen den einzelnen Paketen ist, sondern alleine diese Aufteilung in die einzelnen Pakete ist im Grunde das Wesentliche, dass man das zumindest austauschbar baut. Und je nachdem, wie stark dann natürlich die Kopplung zwischen den Paketen ist, ist das natürlich mal besser und mal weniger gut. Aber allein um die Aufteilung geht es erstmal vorrangig. Ihr Kommilitone fragt, ist das jetzt so ein Meta-Pattern mit möglichen Ausprägungen? Die Antwort ist im Grunde genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ja. Und das gilt aber für Muster im Allgemeinen. All das, was wir Ihnen jetzt hier in Architekturstilen zeigen, das können Sie nie irgendwie eins zu eins anwenden. Ja? Das ist immer irgendwie ein bisschen Meta. Sie müssen das immer konkretisieren für Ihren Anwendungsfall, für Ihren konkreten Entwurf. Bei Architekturstilen ist es noch viel schlimmer als bei Entwurfsmustern, aber auch da ist das so. Wenn wir uns dann Entwurfsmuster anschauen wollen, die sind häufig ziemlich konkret und da steht ziemlich genau da, was da in den Schnittstellen stehen soll. Und wenn Sie es dann das erste Mal implementieren, werden Sie feststellen, vielleicht für Ihre Anwendung funktioniert das so gar nicht. Sie müssen das leicht abwandeln. Und insofern bin ich ganz froh über diese Frage, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass das alles, was wir Ihnen hier zeigen, so Hinweise sind, so kann man es machen und das ist eine mögliche Lösung, ein System zu strukturieren, eine Architektur zu bauen. Und das ist eine mögliche Lösung für einzelne Entwurfsentscheidungen. Aber das ist nie so, dass es genau das ist, was Sie später mal anwenden können, sondern Sie müssen das immer auf Ihr konkretes Problem anpassen. Gut, noch weitere Fragen bis hierher? Ansonsten würde ich ganz gerne noch die anderen Architekturstile kurz durchbringen. Aber dann machen wir weiter mit einem, was Sie vielleicht schon in der Übung gesehen haben, wenn Sie denn die letzte Aufgabe auf dem Übungsblatt gemacht haben, nämlich ein Fließband zu bauen.
Da sollte man mal eine Schnittstelle für so ein Fließband bauen. Und das ist tatsächlich auch ein Architekturstil. Und dort sieht es so aus, dass wir mehrere Stufen oder Filter haben, je nachdem, wie wir das benennen wollen. Und jeder davon ist irgendwie eigenständig. Ja? Jeder Filter macht sein eigenes Ding, bearbeitet irgendwas. Und die Idee ist dann, Daten durch dieses Fließband durchlaufen zu lassen. Und jede Stufe empfängt die Daten von dem davor, verarbeitet sie und reicht sie weiter an den nächsten. Und zwischen den Stufen gibt es üblicherweise Puffer, weil die eine Stufe kann mal schneller sein als die andere. Das heißt, Stufe 1 arbeitet super schnell und Stufe 2 ist ziemlich langsam. Dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass Stufe 1 weiterarbeiten kann und Stufe 2 auch in seiner langsamen Ausführung weitermachen kann und trotzdem Stufe 1 nicht angehalten werden muss. Ja? Und dafür gibt es normalerweise Puffer und dann merken Sie schon, in welche Richtung das geht. Es geht nämlich tatsächlich in Richtung Parallelverarbeitung. Denn normalerweise macht man das so, dass man diese einzelnen Stufen in einzelnen Fäden implementiert und dadurch sind die einfach unabhängig voneinander und können einfach parallel laufen und dann braucht man eben die Puffer. Können Sie sich vorstellen, Faden 1 sehr schnell, legt hier Elemente ab, Stufe 2 sehr langsam im zweiten Faden, kann die Elemente gar nicht so schnell abarbeiten, wie sie denn da wieder reinkommen. Man kann das natürlich auch sequenziell umsetzen. Ja, dann nutzt man dieses Architekturmuster dafür, um naja, Datenverarbeitung sinnvoll zu strukturieren. Wir haben das ja jetzt auch schon gemacht in unserem iMatch-Projekt mit diesen Filtern. Wenn ich auf Bildern unterschiedliche Operationen durchführen möchte, dann lasse ich das normalerweise auch durch so eine Pipeline durchlaufen. Weniger, weil ich es müsste. Ich könnte das auch einfach, diese ganzen Operationen einfach ineinander hängen. Aber wenn ich das später mal noch besser modularisieren möchte, weitere Operationen hinzufügen möchte, dann ist es einfach deutlich änderungsinvarianter, wenn ich sowas definiert habe wie Filter und eine Pipeline-Struktur. So, wir bleiben aber mal bei der Parallelverarbeitung und da sehen wir dann auch den Vorteil, wenn wir das, ich blende das mal gleich ganz auf, wenn wir das über ein Fließband definiert haben und diese einzelnen Verarbeitungsschritte dann haben, dann sehen wir, wenn wir jetzt jede Stufe als einzelnen Faden implementiert haben, dann gehen wir einfach mal hier an Zeitschritt 4. Ja, dann sehen wir, dass dort in der Stufe 1 vom Faden 1 eben das vierte Bild zum Beispiel verarbeitet wird. Der Faden 2 ist noch beim dritten Bild. Der Faden 3, beim vierten Bild, genau, beim dritten Bild. Und Stufe, nein, ich war hier, war schon richtig. Also Stufe 2 ist beim dritten Bild. Stufe 3 ist beim zweiten und Stufe 4 ist erst beim ersten, weil man muss ja erstmal warten, bis das erste Bild durch die einzelnen Vorgängerstufen durchgelaufen sind. Das heißt, am ersten Zeitschritt hat die Stufe 4 auch einfach mal nichts zu tun. Genauso beim zweiten und beim dritten, erst beim Zeitschritt 4 kommt überhaupt die Stufe 4 mal dazu, irgendwas zu arbeiten, arbeitet dann natürlich auch wieder am längsten. Das heißt, es lohnt sich eigentlich erst so richtig, wenn wir viele Daten haben, die wir hintereinander bearbeiten wollen. Und ja, deshalb ist so ein Standardanwendungsfall auch Bildverarbeitung, Bildstapelverarbeitung oder vor allem auch Signalverarbeitung natürlich. Auch Videosignale werden häufig mit so einer Pipeline verarbeitet. Eben weil man da einfach sehr viele Daten hat, die auf eine gleiche Art und Weise gleich verändert werden. Ja? Gut, was ist noch so ein typisches Beispiel? Das hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Ja? Die Pipes in Unix-Systemen. Hier haben wir mal so ein Beispiel, ja, dieses PSAUWW. Das gibt Ihnen einfach alle laufenden Prozesse. Dann schieben wir das in die nächste Stufe rein, die sagt, grep Hans, filter mir alle Zeilen mit Hans heraus, dann sortieren wir das noch vielleicht auf irgendeine Art und Weise und letztlich in der letzten Stufe lassen wir es uns noch so anzeigen, dass wir da auch durchblättern können mit Lesen. Ja, also das ist auch eine typische Pipeline. Oder ich hatte es gerade eben schon gesagt, Signalverarbeitung, Fourier-Transformation, Signalmanipulation und dann wieder inverse Fourier. Sowas könnte man auch als Pipeline sehen. Natürlich auch fast immer als Pipeline implementiert. Gut, hier habe ich auch schon gesagt, gut geeignet für Datenströme, Stapelverarbeitung, für Übersetzer natürlich auch, Videokodierung. Und wichtig ist, für die Leistung auf Parallelrechnen, dass die Stufen möglichst gleich schnell laufen. Ja, wenn die Stufen
sequenziell laufen, auf Einzelprozessoren ist das quasi egal. Aber wenn wir Parallelrechner haben, dann wollen wir natürlich, dass die Stufen ungefähr gleich schnell laufen, damit eben die Puffer, die wir da vorhin definiert haben, nicht voll laufen. Hat jemand eine Idee, was man machen könnte, wenn das nicht der Fall ist? Schon sehr weit vorgegriffen, die Parallelverarbeitung, aber vielleicht hat jemand eine Idee, was man tun könnte, wenn man sich einfach das Muster anschaut. Was passiert, wenn Stufe 2 furchtbar langsam ist und Stufe 1 furchtbar schnell? Was könnte man da tun, um dem Abhilfe zu schaffen? Ja, dass Sie das wissen, vermute ich schon fast. Aber vielleicht weiß es auch derjenige dahinter Ihnen. Okay, also eine Möglichkeit wäre, in kleinere Stufen aufteilen. Hilft uns das? Was meinen Sie? Oder ja, doch. Bitte, zweite. Okay. Jetzt haben wir zwei Varianten. Nehmen wir die beiden doch mal zur Abstimmung. Mehrheitsentscheid. Ein Kommilitone sagt, wir halbieren Stufe 2, machen 2a und 2b draus. Kommilitone B sagt, wir duplizieren Stufe 2. Wer ist denn für die erste Variante? Wer findet die erste Variante besser mit der Aufteilung? Nicht mal er selber, das ist schade. Aber fünf haben sich gemeldet. Wer findet Variante B besser? Okay, es sind auch nicht viel mehr, aber ein paar. Gut, ich gebe zu, das ist jetzt auch wirklich zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierige Frage. Tatsächlich würde man Variante B nehmen. Ja? Also wenn man einfach eine langsame Stufe 2 hat, dann sagt man einfach, wir bauen eben zwei Instanzen von der Stufe 2 und lagern die auf zwei Fäden. Dann müssen wir uns dann nur sehen, wie wir die Puffer sinnvoll synchronisieren können, aber an sich ist das eine gute Lösung. Aufteilung hilft auch natürlich, weil wenn wir es kleiner schneiden, das Problem, kann es sein, dass wir eben genau diese Duplizierung vielleicht einfach zielgenauer machen könnten. Ja? Also wenn wir 2.1 und 2.2 bauen, dann sehen wir vielleicht, dass nur der zweite Teil langsam ist und müssen nur den duplizieren. Das kann durchaus auch helfen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Gut. Klar soweit, dann machen wir mal weiter mit der Rahmenarchitektur. Das ist ja tatsächlich auf dem aktuellen Übungsblatt von Ihnen gefordert, in sehr vereinfachter Art und Weise eine Rahmenarchitektur zu benutzen. Die Idee der Rahmenarchitektur oder Englisch Framework ist es, ein nahezu vollständiges Programm zu bauen, was aber Lücken für Erweiterungspunkte bietet. Und das kann so weit gehen, dass wir unter vollständigen Programmen lediglich verstehen eben die Aneinanderreihung der jeweiligen Einschübe. Das heißt, es ist dann nur noch Ablaufsteuerung. Wann möchte ich welchen Einschub benutzen? Klassisches Beispiel dafür ist Eclipse. Ja, Eclipse besteht quasi nur aus Einschüben. Das ist ein System, was nur aus Plugins besteht im Wesentlichen. Dieses vollständige System, was wir da oben oder vollständiges Programm, was wir da oben stehen haben, enthält die Anwendungslogik und meistens ja, auch ein mögliches komplettes Hauptprogramm. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Ja, wenn wir da einfach die genug Einschübe haben für jede Stelle, dann brauchen wir das nicht mal. Von einigen Klassen im Programm können jetzt Nutzer Unterklassen bilden und Methoden überschreiben und damit im Grunde Einschübe zur Verfügung stellen. Und das sieht dann, werden wir gleich sehen, wie folgt aus. Erstmal, wie ist es ursprünglich oder wie ist es normalerweise? Normalerweise entwickeln wir Software gegen Bibliotheken. Das heißt, wir bauen irgendwie was, bauen unser System von vorne bis hinten, wissen aber, es gibt irgendwo gewisse Bibliotheken, die uns Logik zur Verfügung stellen. Dann benutzen wir die halt. Ja, also wir haben hier ein Hauptprogramm mit Anwendungslogik und sagen hier vollständige Bibliothek, gib mir bitte, keine Ahnung, was ist die Quadratwurzel von zwei Zahlen? Ja, sowas benutzen wir halt und bauen uns dadurch unser System zusammen. Anders sieht es aus, wenn wir so eine Rahmenarchitektur bauen. Da stellen wir unsere Anwendungslogik dieser Rahmenarchitektur zur Verfügung. Und das ist natürlich einfach so ein einmal umdrehen in der Gedankenwelt, ja. Also wir sind nicht mehr Herr unseres Programms, wir können nicht mehr sagen, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, sondern wir
sind so eine Art Dienstgeber. Ja? Wir sagen, wir bieten Folgendes an oder für das, was du dort anbietest an deiner Schnittstelle, geben wir jetzt folgende Implementierung. Aber wann wir da aufgerufen werden, ob wir da überhaupt jemals aufgerufen werden, das wissen wir eigentlich überhaupt nicht. Ja? Wir sagen nur, wenn das passiert, ja, dann mache ich Folgendes. Das ist die Idee. Kennt man auch als Hollywood-Prinzip. Don't call us, we call you. So kann man das auch mit den Einschüben sehen. Die sind ein aufstrebendes Sternchen in Hollywood und sagen, hier, ich möchte gerne in dem Film mitspielen, ich bin besser als George Clooney, bitte besetzt mich doch. Und dann sagen die normalerweise, ja, war ein schönes Vorsprechen, bitte rufen Sie uns nicht an. Melden uns dann bei Ihnen, falls wir eine Rolle für Sie haben. Und nach dem Prinzip funktioniert das mit den Einschüben auch. Ja? Also ich kann mich da bereitstellen als Einschub, kann sagen, hier, ich bin ein Plugin, ich implementiere Folgendes. Ob das jemals überhaupt benutzt wird vom Hauptprogramm, das weiß ich nicht. Ja. Man geht natürlich eher davon aus, das ist vielleicht der Unterschied zu Hollywood, dass man da jemals aufgerufen wird. Das ist natürlich bei so einem Plugin deutlich wahrscheinlicher, aber prinzipiell gilt, ob das jetzt aufgerufen wird oder nicht, das ist auch völlig unerheblich. Ja? Also irgendwas stellt man halt bereit. Gut. Nehmen wir mal ein Beispiel mit einem Zeichenprogramm und in diesem Zeichenprogramm gibt es Linien, Rechtecken, Ellipsen und so weiter und der Benutzer darf dann neue Unterklassen definieren und die ja, machen dann sowas wie Quadrat oder Ikone und das Rahmenprogramm, Rahmenarchitektur sorgt dann dafür, dass diese Objekte richtig erzeugt werden und vielleicht noch irgendwie dargestellt werden, verschoben werden können und so weiter und so fort. Und das sieht dann ungefähr so aus, ja. Also wir haben hier unsere Rahmenarchitektur, da ist irgendwie eine Anwendung und Anwendung hat eine Schnittstelle oder abstrakte Klasse, wir wissen es hier leider nicht, in der UML-Darstellung Zeichne und Lösche, gerade egal, ob wir das als abstrakte Klasse oder Interface haben. Und es gibt dann einige Formen, die schon implementiert sind in der Rahmenarchitektur. Und jetzt hier nochmal der Hinweis, das kann so sein. Jetzt los. Nochmal der Hinweis darauf, das kann sein, muss aber nicht. Ah ja, da. Never use a Windows System. Automatisches Update. Das macht mir aber gar nichts, ich mache einfach ohne Bild weiter. Also, wir haben es ja uns alle eingeprägt, wie das aussieht. Ja? Wir haben eine Schnittstelle, die zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben da gewisse Implementierungen drunter. Ja, wir haben unsere Grafik, darunter wird implementiert das Rechteck oder aber auch die Ellipse haben wir dort gesehen. Und jetzt wieder der Hinweis, das muss nicht der Fall sein. Ja, wir können dort auch einfach nur die Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wir können aber auch schon konkrete Implementierungen vorgeben und dann einfach nur sagen, okay, Nutzer, du kannst das erweitern. Und wir haben ja jetzt gerade eben auch schon gesehen, es gibt dann ein zweites Paket, die Erweiterung. Und in dieser Erweiterung wurde eben ein Quadrat oder eine Ikone implementiert. So, und wir haben das ja auch schon gesehen bei unserer Implementierung von JamJST. Da haben wir jetzt auch gesagt, wir geben Ihnen eine Rahmenarchitektur vor oder Sie dürfen auch noch Teile davon bauen. In diesem Plugin-Management haben wir das genannt. Und in diesem Plugin-Management müssen Sie im Grunde dafür sorgen, dass die einzelnen Einschübe dann auch richtig aufgerufen werden. Ja, und das ist immer dann der zweite Teil der Wahrheit. Die Rahmenarchitektur, die muss dafür sorgen, dass diese Plugins dann auch verwendet werden können. Und dann auf der anderen Seite sollten Sie ja auch noch ein Plugin, ein konkretes implementieren. Das war dieses Jahr das Instagram-Plugin und das macht eben genau das. Ja, das implementiert eine Schnittstelle, die man kennt, die dann verwendet werden können soll, wenn denn das Plugin aufgerufen wird. Und das zeigt Ihnen im Grunde ganz genau, wie dieses Zusammenspiel zwischen Rahmenarchitektur und Plugin funktioniert. Und ich hatte schon gesagt, ein mögliches Beispiel ist auch Eclipse. Das haben wir auch noch auf den Folien vorbereitet. Das überspringe ich jetzt einfach gleich, wenn die Folien wieder da sind. Und Sie dürfen sich das selber anschauen. Ich erzähle Ihnen nur so viel, dass man natürlich noch ein bisschen was tun muss, damit das auch funktioniert. Ja, also die Schnittstelle in der, nein, anders, die Implementierung in der Rahmenarchitektur, die muss natürlich wissen, wie denn die Plugins aussehen. Ja, muss ja, damit man die auch aufrufen kann, wenn wir uns das mal später in der Implementierung anschauen, muss natürlich wissen, wie man denn jetzt die einzelnen
Klassen instanziert. Das heißt, wir müssen da irgendwie Informationen dann doch darüber haben. Ja? Also ganz so einfach geschenkt ist es eben nicht. Und ja, ich bin tatsächlich wieder da gleich mit den Folien. Dann kann ich die doch noch einblenden. Perfekt. Auf geht's. Genau, das ist jetzt hier die Eclipse-Folie. Und da sehen wir schon, wir müssen, wenn wir jetzt, ja, Eclipse ist jetzt unsere Rahmenarchitektur, müssen wir natürlich jetzt auch den Namen irgendwie haben für unsere Erweiterung. Was an der Stelle für Sie wichtig ist, das steht halt in dieser Manifestdatei. Ja, das wird hier in diese Manifestdatei reingeschrieben, wie denn diese Erweiterung heißt. Und in der Rahmenarchitektur schaut man dann eben da rein, holt sich daraus den Namen und kann dann wunderbar eine neue Instanz davon anlegen. Ja? Und so funktioniert das im Wesentlichen. Wir haben uns das ein bisschen vereinfacht in der Vorlesung, indem wir diese Hilfsbibliothek verwenden, die Ihnen eben die Manifestdatei so baut, wie sie aussehen soll. Und ich würde Ihnen strengstens empfehlen, wenn Sie mal Plugins bauen, immer so eine Bibliothek zu verwenden, weil ansonsten muss man sich halt um einiges kümmern, dass die Manifestdatei so aussieht, wie sie aussieht. Auch wenn im Allgemeinen natürlich reicht zu sagen, wie der Name der auszuführenden Klasse ist. Nee, zur instanzierenden Klasse, so rum. Gut, wunderbar. Da steht das nochmal zusammengefasst, was ich gesagt habe. Anwendbarkeit von Rahmenarchitekturen. Immer dann, wenn wir irgendwie eine Grundversion zur Verfügung stellen wollen, die schon für sich funktionsfähig sein soll und dann nur noch erweitert werden soll, wenn man das denn irgendwie möchte. Bei JMJRC machen wir das ja gerade wunderschön, indem wir sagen, ja, das JMJRC, so wie das da ist, ist ja schon wunderbar, schöner Code, aber wir wollen da noch irgendwie Zusatzfunktionalität haben, deshalb bauen wir da so eine Plugin-Funktionalität noch rein. Wenn man diese Folie sieht, kann man sich natürlich auch fragen, ist das so, wie das Eclipse macht, sinnvoll? Ja, also eine Grundversion bauen, die nur mit Plugins funktioniert und dann einfach schon in der Standardinstallation 5000 Plugins mit ausliefern, kann man natürlich so machen. Inwieweit das sinnvoll ist, ist natürlich die Frage. Man kann damit aber natürlich sehr schön auch Software strukturieren. Wichtig ist der Punkt hier, ne? Wir wollen komplexe Anwendungslogik nicht neu implementieren. Das ist immer dann sehr schön, wenn man einfach sagen kann, die Grundfunktionalität, die soll einfach so ablaufen. Ja? Also diese ganze Darstellung, zum Beispiel bei Eclipse, ja? Wo sind die Knöpfe und was kann man auswählen, das ist alles schon da, auch ohne Plugins und egal welche Plugins ich da reinlade, das ändert sich einfach nicht. Und wir können sehr, sehr viel neue Funktionalität hinzufügen, ohne was an der Grundstruktur ändern zu müssen. So, und um das richtig anzuwenden, und jetzt kommt wieder der Verweis aufs nächste Kapitel, benutzt man häufig Entwurfsmuster, nämlich Strategie, Fabrikmethode, abstrakte Fabrik und Schablonenmethode. Und das werden wir dann sehen, wie wir das verwenden können, um das umzusetzen. Zuletzt aber noch eine Architektur, die ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, und zwar SOA. Wer hat schon mal was von SOA gehört, von Service Oriented Architecture? Ja, werden auch immer weniger. SOA wird irgendwie immer weniger hip. Gut. Kurz zu SOA. SOA ist ein Architekturstil, bei dem Anwendungen aus unabhängigen Diensten zusammengestellt werden sollen. Ja? Und damit ist SOA ein ja, abstraktes Konzept einer Softwarearchitektur. Das heißt, wir sind jetzt wieder eher so bei den ganz abstrakten Dingen angekommen. Und die Idee war im Grunde, Dienste als das zentrale Element eines Unternehmens zu betrachten, und zwar auf beiden Seiten eines Dienstes. Ja, sowohl wenn ich Dienstanbieter bin, wenn ich etwas bereitstelle, dann ist das meine zentrale Aufgabe, als auch jemand, der diesen Dienst benutzt. Ja, die Idee war, dass man irgendwann einfach nur sämtliche Anwendungslogik durch das richtige Zusammenschieben von Diensten von anderen Dienstanbietern erzeugen kann. Und dafür braucht man eben eine Dienstbeschreibung. Und wenn wir jetzt bei vielen Dienstanbietern sind, dann wird klar, dass das eben mit Schnittstellen nicht mehr getan ist. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Klient-Dienstgeber. Der Klient muss die Schnittstelle des Dienstgebers wissen und darüber müssen wir uns jetzt irgendwie hinwegsetzen, weil wir wollen vielleicht das unabhängig von der Schnittstelle machen oder noch besser, unabhängig von einer konkreten Programmiersprache. Das heißt, wir müssen diese Dienstbeschreibung irgendwie noch anders standardisieren, um das Ganze völlig sprach- und technologieunabhängig zu machen. Ja, und die benötigte Funktionalität eines Dienstes kann dann eben genau zur Laufzeit eingebunden werden und das Ganze sollte dann im Grunde dynamisch ganze Systeme zusammenbauen.
So, wie sieht das Ganze dann aus? Wir sind ein Dienstanbieter und wir schreiben unseren angebotenen Dienst in ein sogenanntes Dienstverzeichnis, das, was wir anbieten wollen als Dienst. Und dann gibt es auf der anderen Seite Dienstnutzer, die normalerweise viele Dienste zusammenstecken, um einen anderen großen Dienst wiederum zu leisten, ja, was auch immer das sein möchte. Und die schauen dann einfach im Dienstverzeichnis nach, was gibt es denn da für Dienste, die uns das liefern, holen sich den Verweis auf den Dienst, ja, Abfrage dann direkt beim Dienstanbieter durch die Informationen, die man aus dem Dienstverzeichnis geholt hat, und dann kann man eben den nutzen. Und wenn man das jetzt richtig macht, dann sagt man dann nicht einfach nur veröffentlichen, suchen und Nutzung, sondern man sagt halt, oh, das Ganze hat auch noch irgendwie coole Namen. Ganz wichtig immer in der Informatik, nicht nur was bauen, sondern coolen Namen dazu überlegen. Akronyme, die keiner versteht. Und da haben wir zum Beispiel hier die WSDL, die Web Service Description Language, in der das vereinheitlicht wurde, wie denn so ein Dienstverzeichnis-Eintrag aussehen muss. Dann haben wir das UDDI, das Universal Description Discovery and Integration Verzeichnis, und dann eben SOAP. Ja, das ist ja schon mal besonders schön. Das heißt ja sogar noch was, deshalb hat man das auch nicht geändert. Das hieß ursprünglich mal Simple Object Access Protocol, bis man festgestellt hat, das ist weder simple noch hat das besonders viel mit Objekten zu tun. Und dann wurde der Name 5, 6 Mal geändert und inzwischen weiß keiner mehr, was es eigentlich bedeuten soll, außer SOAP. Wichtig ist aber für Sie eigentlich nur, man muss diesen Dienst irgendwie veröffentlichen, man muss ihn irgendwie zugreifbar machen in seinem Dienstverzeichnis, dann irgendwie standardisiert darauf zugreifen können, eben über so ein Protokoll wie SOAP. Und schon hat man im Grunde dieses Schnittstellenproblem mehr oder minder gelöst. Ja, man hat es ja eigentlich nur woanders hin verschoben, nämlich in dieses Dienstverzeichnis. Das ist die andere Hälfte der Wahrheit. Aber man kann es eben versuchen, dadurch noch mehr zu standardisieren über Sprachen und über Technologien hinweg. Letzte Folie. Wofür ist das gut? Die Kopplung wird immer loser. Ja, das war ja die Idee, die man damit hatte. Man kann Dienste hoffentlich sogar zur Laufzeit ersetzen. Das war die Hoffnung oder ist immer noch die Hoffnung, dass sowas geht. Und naja, vor allem möchte man, immer wenn man sowas baut, auch irgendwie Geschäftsprozesse noch besser darstellen können, die einzelnen Dienste kapseln im Grunde geschäftsrelevante Funktionalität, ja, und dann kann man das einfach zusammenbauen, das hatte ich schon gesagt. Und zuletzt Verwendung von, ja, in Klammern offenen Standards, die Bereitstellung von Diensten nicht mehr über Schnittstellen, sondern eben über diese plattformunabhängige Beschreibung in dem UDDI. Gut, gibt es noch Fragen dazu? Sehr schön, dann sind wir für heute durch und nächste Woche geht es dann weiter mit den Entwurfsmustern. Ein schönes Wochenende.